Gemacht. Sie haben das für viel mobilisiert, obwohl es am Anfang nicht unbedingt gut lief, aber sie haben am Ende erfolgreich gewonnen, auch mit Verdi, auch sozusagen angestellt bei der Freien Universität Berlin. Und genau, diese Veranstaltung gibt es am Mittwoch, den 28. Juni 2017 um 16 Uhr im Hörsaal B Erdgeschoss im Otto-Suhr-Institut. Es wird noch Flyer geben, die sind hier, ich glaube, vielleicht habt ihr auch jeder schon einen bekommen. Luft zum Leben mit verschiedenen Referentinnen, zum Beispiel, wie gesagt, im Betriebsrat vom Botanischen Garten, Lukas. Yunus ist auch dabei von der TV-Schutt-Kampagne, Franzi ist auch dabei natürlich. Und genau, kommt vorbei, diskutiert mit uns am Otto-Suhr-Institut, damit wir zeigen können, dass wir nicht nur die studentischen Beschäftigten sind, sondern auch allgemein die Arbeiterinnen an der Freien Universität Berlin, damit wir gemeinsam zeigen können, dass wir stark sind, dass wir zusammenhalten, dass wir in Solidarität miteinander stehen und dass wir keine Angst vor diesem Präsidium haben, keine Angst weder vor der FU, noch der HU, noch vor der ETU. Sie können noch so viele schlechte Angebote machen, das macht uns gar nichts. Wir werden weiterkämpfen und wir haben die Solidarität vieler anderer, genauso wie der Botanische Garten auch gezeigt hat. Wir werden es denen zeigen, dass wir weitermachen, dass wir erfolgreich sein können und gemeinsam mit den Beschäftigten werden wir auch wie Sie, genau wie der Botanische Garten, am Ende erfolgreich sein. Danke. Woo!